Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck. Heute geht es um meine IP-Kamera von der Firma Next Gadgets und zwar genauer die HP Cloud IP Camera Megapixel PTZ IP Camera. Videocheck. I'm real about that. Wer sich für sowas interessiert, der Link ist unten in der Titelbeschreibung drin. Und ich würde sagen, gucken wir uns das Teil einfach mal genauer an und montieren das und probieren das. Auf jeden Fall ist das super, wenn man unterwegs ist und zu Hause gucken will, was da los ist. Oder im Haus sitzt und gucken will, was draußen los ist. Oder draußen ist und im Haus gucken will, was los ist. Dann ist die Kamera auf jeden Fall genau das Richtige. Da haben wir das gute Stück. Das ist auf jeden Fall eine Kamera, mit der man von unterwegs gucken kann, was zu Hause läuft. Beziehungsweise eine Überwachungskamera. Diese Kamera können wir natürlich füllen auch mit einer SD-Karte. Das heißt, wenn wir mal nicht da waren oder keinen Empfang hatten, können wir natürlich sehen, was da passiert ist. Und dafür ist das Ding auf jeden Fall top. Gucken wir mal in den Karton, was da alles Tolles drin ist. So, das Ding ist auf jeden Fall sehr gut, super verpackt. Wir haben eine Anleitung, ein Quick Installation Guide. Wir haben hier einmal eine Anleitung, eine Kurzanleitung. Ist zwar auf Englisch, aber gut zu verstehen. Wir können hier den QR-Code scannen und kommen so direkt zur App. So, da haben wir das gute Stück. Wir sehen, hinten dran ist eine Antenne montiert. Man kann das Ding auf den Tisch stellen oder unter die Decke hängen mit dem mitgelieferten Halter. Hier haben wir unseren Halter. Den können wir quasi unter der Kamera montieren. Was haben wir noch dabei? Ein Netzteil, denn nichts funktioniert ohne Strom. Einer Kabellänge von ungefähr einen Meter. Ein Netzwerkkabel, das kann man direkt an den Router anschließen. Man kann das Ding natürlich auch per WLAN betreiben. Dazu ja die Antenne. Und was mir besonders gut gefällt, dass das Montagematerial, die Schrauben im Lieferumfang enthalten sind. Dann haben wir einmal Kopfhöreranschluss, den Anschluss für unseren Router, einen SD-Kartenschacht und was ist hier noch? Reset-Knopf und natürlich der Strom kann da rein. Der Strom, ne? Ich würde sagen, bauen wir das Ding mal an, installieren das Ganze, die Kamera begleitet mich dabei und wollen wir schauen, wie das Ganze aussieht und funktioniert. Da wollen wir mal gucken, wie das ganze Werk funktioniert. Stecken wir zuerst unseren Strom an. Hinten leuchtet das schon mal rot und dann gucken wir in unsere Quick Installation Anleitung, was wir machen müssen. So, zuerst müssen wir uns erstmal die App runterladen. Das heißt, wir müssen den QR-Code scannen. QR-Code-App müssen wir dann suchen. Ja. Zack, da haben wir sie schon. Dann laden wir uns die iSmart View Pro schon mal runter. Wir müssen natürlich das WLAN-Passwort einstellen, damit die Kamera sich mit dem WLAN verbinden kann. So, das Handy muss ich jetzt Meter von weglegen von der Kamera, damit es diese Töne aufnimmt und in Zahlen umwandelt. Natürlich können wir unsere Kamera auch mit dem Smartphone steuern. Wir brauchen einfach bloß zur Seite wischen und dann dreht die Kamera sich schon, wie wir sehen. Wir können auch nach unten, nach oben gucken. Das geht alles. Das Schöne ist, wie gesagt, dass wir hier einen Lichtsensor drin haben, beziehungsweise eine Fotozelle. Und bei Dunkelheit wird hier das Licht zugeschaltet, was man nicht sieht. Die Infrarotlicht müsste das sein, wird dann zugeschaltet. Und das heißt, wir können auch im Dunkeln Leute und Menschen erkennen. Wir haben hier die Möglichkeit, in der App natürlich noch den Kontrast einzustellen. Oder hier die Helligkeit und sonst was. Den Ton können wir abschalten, zuschalten. Und das ist natürlich super. Ich weiß nicht, können wir damit auch sprechen? Hallo. Hallo. Sprich Paul. Bitte verlassen Sie sofort das Grundstück. Sonst kommt Gas. Gas! An der Batterie kann es nicht liegen, die ist nicht voll. Das ganze Ding hier ranklabüstern, Strom legen wir noch ordentlich, machen wir erstmal so Testzwecken, lassen wir das so verbaut. So, unsere Kamera ist erfolgreich installiert. Und das haut auch hundertprozentig hin. Wir sehen hier, wie wir uns selber sehen. Und wir können über den Touchscreen können wir diese Kamera jetzt steuern. Wir können die auch automatisch nach links und rechts, nach oben und unten laufen lassen. Je nachdem, wie man das will. Außerdem können wir hinten eine SD-Karte reinschieben. Und das heißt, immer wenn hier irgendwie Bewegung drin ist, dann zeichnet die Kamera das auf. Und wir können das hinterher auch über diese App abrufen. Außerdem können wir uns natürlich informieren lassen per E-Mail, das muss man alles nur einstellen hier, per E-Mail informieren lassen, wann gerade jemand vor der Haustür ist und mit einem schönen Bild davon natürlich. Hundertprozentig und super praktisch, wenn man mal länger außer Haus ist und der Hausfreund ab und zu Besuch kommt. Natürlich, das Geilste ist natürlich hier, dass man auch hören kann. Hallo! Also sie zeichnet auch Ton auf, das gibt jetzt so ein bisschen Rückkopplung hier. Und natürlich kann man jetzt auch sprechen, gar kein Problem. Hallo, hier spricht Paul. Treten Sie von dem Eingang weg, sonst kommt Gas. Also hundertprozentig eine richtig coole Sache.
Und von mir auf jeden Fall 5 Sterne für diese IP-Cam. Den Link dazu packe ich unten in die Titelbeschreibung rein. War jetzt super easy zum Installieren. Wenn ihr nicht so konform seid mit Computern, sucht euch einen jungen Menschen, der kann das auf jeden Fall. Und 100%. Jetzt kann ich von unterwegs aus gucken, was zu Hause los ist. Und natürlich auch sehen. Ne, da ist so ein komischer Onkel, der ist mit seiner Kamera dazu gegangen. Naja. Was natürlich auch geil ist, wir können auch mehrere Kameras hinzufügen. Wir haben zum Beispiel hier ein Raster, da können wir hier die Kameras auswählen, die angezeigt werden. Aktuell habe ich nur eine, da kommt wohl noch eine oder andere dazu. Auf jeden Fall eine richtig geile Sache. So kann ich das ganze Haus rundum zu beobachten und weiß immer, was hier gerade los ist. Also, 5 Points, Link unten in der Titelbeschreibung. Lasst einen Kommentar da, wie ihr darüber denkt, wie ihr das findet. Schreibt doch irgendwas Schönes oder abonniert den Kanal. Videocheck. Bis morgen 17:30 Uhr zum neuen Video. Euer Paul, macht's gut, ciao.